Und wir sind wieder zurück. Und mein Snipergewehr funktioniert noch einwandfrei scheinbar. Sehr schön. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Halo 2. Ich musste in der letzten Folge leider hier eine Pause machen, weil ich schon so lange dran war, mich hier nach vorne zu kämpfen. Hey, das ist ja von den Menschen. Okay. 70 Aufladungen oder eine Schrotflinte. Jungs, ganz easy. Ich töte mal den Trottel mit der Flagge. Und zur Abwechslung nehme ich mal eine Schrotflinte mit. Vielleicht kann ich die wirklich noch brauchen. Ich habe auf alle Fälle verdammt viel Schuss. Ja, boom. Kommt der jetzt noch, oder? Kommt der nicht, oder? Das funktioniert nicht ganz so. Hey, noch deutlicher in den Kopf kann ich dir nicht ballern. Okay. Ich glaube, hier werden wir uns noch von Scharfschützen. Wir untersuchen mal ganz kurz alles, um möglichst viel mitzunehmen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Noch mehr. Wow. Oh, hier hat's noch ein Terminal. Ist ja cool. Oh. Na, endlich. Boah, ich wusste, dass noch ein Scharfschütze irgendwo unterwegs ist. Es ist gerade mühsam. Letzte Folge bin ich schon so viel gestorben. Halleluja. Es ist nicht gut, dass ich keine Fernkampfer habe. Ja, komm hier noch mehr. Verpiss dich. Ich habe ein Problem. Ah, hier. Ich dachte schon, kann ja nicht sein. So, Ende mit dem Snipen hier. Ich glaube, es war noch ein Rave in der Nähe. Ja. Ich wusste es. Nice. Oh, es sind da zwei, verdammt. Und nein. Oh, zwei. Warum stellt man zwei hier in dem Raum ab? In dem kleinen Loch, was es auch immer ist. Autsch. Er ist hier. Komm, mach keinen. Einfach, komm. Verdammt. Ja, jetzt steckst du in der Klemme. Blöd, was? Sehr gut. Nein, Jungs, ich bin noch nicht fertig. Die haben noch einen. Geh mal auf die Seite, bitte. Gut. Mein Elite-Telefon. Freund lebt aber noch. Ich dachte, ist schon wieder was vom Himmel gedonnert. Ja, wir müssen ohnehin oben durch, glaube ich. Wieder auf mal hoch. Ach, so, wieder ein paar Verbündete. Halleluja. Eliten sind die einzigen nützlichen Verbündeten, die es gibt. Die Grunts sterben zu schnell, töten sich meistens selbst. Die Eliten, die Jäger. Quatsch. Oh, Jäger könnte ich noch als Verbündete haben. Das wäre natürlich nice. Ja, aber eben, das passiert auch eher selten. Das meiste, was wir hier antreffen, sind Marines. Marines. Dumme, blöde Marines. Wow, eine Waffengamma. Yay! Komm her. Und. Willst du die nicht? Komm. Viel Spaß. Jetzt hast du ein Flakgeschütz.
Und mein Kumpel. Du kriegst einen Raketenwerfer. Ich weiß jetzt schon, dass sie sich selbst sprengen, aber das ist egal. Sie können für den Anfang können sie die einen oder anderen mal töten. Ich kenne das Spiel doch, Junge. Uff, noch einer. Wie viele Schakale? Warum können die Schakale nicht auf unserer Seite sein? Das wäre zu abwechselnd nochmal was Schönes. Hast du dich schon selber gesprengt? Elite? Wo ist der andere? Die kann man wirklich keine Sekunde aus den Augen lassen. Ah, hier liegt er. Ja, er hat sich selbst gesprengt. Oder wurde von den Snipern niedergerasselt. Nein! Warum schützt ihr die auch? Ist ja langsam gut hier. Oh. Zuckungen, hä? Uah! Ich muss immer alles alleine machen. Ich krieg zwei Eliten als Unterstützung. Finde ich gut, wenn die mit mir kommen. Komm, hier ist er. Der Gebieter ist heute großzügig. Ich will's hoffen. Wo ist der andere? Ich sollte noch zwei haben. Komm raus und ich verspreche dir einen schnellen. Waffnet euch! Jetzt lauf nicht weg! Was stimmt mit euch nicht? Nimm den. So. Die snipen. Und alle aus der Distanz, damit ich vielleicht mit zwei Eliten weg kann. Das wäre zur Abwechslung mal verdammt angenehm. Halte den Druck aufrecht! Ich denke, dass du das mit dem Druck ganz gut hinkriegst. Wo sind meine Jungs jetzt hin? Ah, da hinten. Okay, jetzt heißt es Scharfschützen ausschalten, nicht, dass meine Elite wieder stirbt. Ich will die möglichst lange behalten. Kann man das verstehen? Es versucht uns auszuweichen. Ich mag sie. Ich mag die Eliten. Ihn entdeckt. Und wo? So, jetzt. Die Dinge schieben mich hier unnötig rum. Okay, der eine ist tot. Mit einem Flakgeschütz. Wo hast du es hingelegt? Wo hast du das Flakgeschütz hingelegt? Der konnte eigentlich ziemlich gut Druck aufbauen mit seinem Flakgeschütz. Naja, sei es drum. Also gut. Weiter im Text. Einen habe ich noch. Leck mich. Ja. Ja, du hast es ganz gut im Griff mit dem Raketenwerfer. Da bin ich sehr stolz auf dich, mein lieber Blauer. Oh, was jetzt?
den Ring? Gebieter, die Räte, sind sie... Ermordet von den Broods. Diese treulosen Bestien. Die Propheten hätten ihnen nie trauen dürfen. Thank you.